Okay, ich darf jetzt alle den Hourglass Figure Turn Bib bekommen. Falls nicht, so schaut es aus. Und ich werde jetzt ausprobieren, wie viel Anstrengung es kostet, so auszusehen. Damit ich einen Vergleich habe, messe ich erstmal meinen Ist-Zustand. 65. Sind das auf viel oder wenig? Und Leute, denkt dran, jeder Körper ist anders und ich wollte lediglich einen etwas trainierteren Bauch haben. Und dann schauen wir mal, was man in einer Woche schafft. So Leute, Tag 1. Meine Motivation hält sich noch in Grenzen, aber ich mache das hier alles nur für euch. Für dieses Video, um das Ergebnis zu sehen, damit ihr es nicht machen müsst. Oder ihr macht einfach mit, dann könnt ihr euch nämlich jetzt auch gleich umziehen. Das muss ich nämlich auch noch machen. Ich bin nämlich noch in meiner Jeans hier. Das wäre ein bisschen ungünstig, wenn ich dann mein Workout machen würde. Da, das mache ich heute. Hourglass Waves and Abs. Das ist von Lily Sabri. Die mag ich eigentlich auch ganz gerne. Und ich schau mal, ob ich jeden Tag ein anderes Workout mache oder ob ich mit den Tagen auch das gleiche mache. Aber wir werden ja sehen, wie das Ganze so läuft diese Woche. Ich zieh mich jetzt um, dann bin ich gleich wieder für euch da. Tada, das ist mein Workout-Outfit. Bin noch so einen kleinen Sweater drüber, weil mir einfach noch ein bisschen kalt ist. Und das erste Workout war schon, mein Stativ hier aufzustellen, weil ich bin daran sehr untalentiert und das ist 10-mal umgefallen. Und nicht vergessen, Leute, immer schön Wasser trinken. Seitdem ich mein Assumptions About Me, mein Gerüchteküche-Video gemacht habe, weiß ich jetzt auch, dass man den Strohhalm so rum reinstecken muss, damit er hier nicht rausgeht. Ich hab's mal andersrum gemacht. Sieht man mich? Ja. Okay, dann jetzt mal schneller für euch, damit das Video nicht 8 Stunden lang wird. Okay, Leute, das war anstrengend. Vor allem, weil sie halt nicht übermotiviert war und meinte, faster, 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 schneller, oh, mehr. Und ich denke mir so, nee. Auf jeden Fall war das sehr anstrengend, man merkt seine Bauchmuskeln. Ja, erstmal viel trinken jetzt. Und oh mein Gott, Leute, Peinlichkeit des Todes. Ich habe 2 verschiedene Socken an. Ich habe eine graue und eine schwarze Socke. Stört euch daran einfach nicht. Ich habe heute Morgen nicht die 2. schwarze Socke gefunden, deshalb habe ich die andere graue genommen. Hallo! Ich mache jetzt beim Workout. Meine Motivation, sagen wir so, ist heute nur 2 von 10. Also, ich bin eigentlich voll müde und ich habe eigentlich keine Lust, einen Workout jetzt zu machen, aber ich mache es jetzt für euch. Oh mein Gott, mit einer Hand ist die Matte echt schwer. Ich habe gerade eben noch so einen fetten Kakao getrunken, der auf Mallorca nur aus geschmolzener Schokolade besteht. Halt wirklich, es ist ungelogen, nur geschmolzener Schokolade. Der Löffel bleibt da fast drin stecken beim Umrühren. Und dabei habe ich noch so einen fetten Mandelkuchen-Dings gegessen. Das war mir ja gerade eben ein bisschen schlecht. Und ja, ich muss mich jetzt erstmal umziehen. Workout-Clothes geben mir ein bisschen mehr Motivation. Dann baue ich meinen Laptop auf und suche mir mal einen Workout raus. Das von letztes Mal war mir ein bisschen zu anstrengend. Das war so viel zu schnell und so. Deshalb gucke ich halt, ob ich irgendwas Besseres finde. Tada! Mein Workout-Outfit für heute. Los geht's. Okay, Leute, heute machen wir das Get Abs in 2 Weeks Workout. Ich mache es zwar nicht 2 Wochen, aber da dieses Video 7,54 und Daumen nach oben hat, denke ich mal, dass es sehr gut sein wird. Von Chloe Ting. Ich liebe ihr Workouts. Die sind echt gut. Deshalb machen wir das jetzt mal. Die Übungen waren gar nicht so anstrengend, aber manchmal musste man ganz viele wiederholen. Und am Ende dachte ich mir dann doch so, oh, ist dieses Workout nicht mehr endlich vorbei. So, was trinken, heute habe ich leider nicht mal einen fancy Starbucks-Becher. Aber das Workout heute war ein bisschen länger als das vom letzten Mal. Dafür waren die einzelnen Übungen aber nicht so anstrengend. Und deshalb ging es eigentlich voll gut. Trotz Kuchen im Bauch.
Oh nein, Leute. Der größte Scheiß passiert. Ich finde meine Clips von Tag 3 nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Das war das geilste Workout. Das war draußen. Das war Schnittwetter und Sonne. Und ich habe jetzt nur meine Instagram-Story von dem Tag gefunden. Die kann ich jetzt noch einblenden. Aber wahrscheinlich habe ich die Clips persönlich gelöscht oder so. Hallo mit O. Nee. Hallo, Tag 4. Tag 4 im Dschungel. Okay, nein. Ich war gerade bei Dschungelcamp. Fangen wir nochmal an. Willkommen zu Tag 4 von meinem Workout. Heute bin ich halb motiviert, sagen wir es so. Es ist besser als letztes Mal. Heute mache ich ein cooles Workout. Es geht los. Aber ja, erstmal muss ich mir ein Outfit raussuchen. Och nö, jetzt blinkt meine Batterie. Jetzt mache ich aber noch hier das zu Ende jetzt hier. Meine Haare sehen noch ein bisschen messy aus, aber ich bin gerade eben aus der Schule gekommen. Ich schaue jetzt mal, was ich jetzt hier anziehe. Würde ich sagen, let's go! Sehr schöne spanische Werbung, verstehe nix. Das ist von Daisy Keach. Ich bin sehr gespannt, es hat 10 Millionen Aufrufe. Okay, sie macht erstmal Werbung. Ich will ein Workout! Und ich sehe aus wie so ein Schlumpf. Egal. Aber sonst schaue ich dir später nochmal, weil ich drehe jetzt gerade ein Video und ich kann gar nicht mehr. Sorry, ich muss jetzt gerade die Lucia Schlumpf schalten und alle anderen. Nichts gegen euch, Leute, aber ich muss jetzt mein Workout machen. Let's go. Oh, sie fängt schon an. Warte doch auf mich. Okay, ich weiß nicht, was mit diesem Video los ist, aber das ist gleich keine Musik mehr. Und ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon diese Crunches mache, aber vielleicht sollte man die nicht eine Minute machen. Ich hasse diese Übung, Leute, ich sag's euch. Ich sehe aus wie so ein hilfloser Käfer am Boden. Fertig, Leute. Also ich finde, man hätte die Exercises kürzer machen können, dafür mehr in das Video. Und dann ist generell das Workout viel länger, aber man merkt gerade so die Bauchmuskeln. Also die Übungen fand ich schon echt sehr gut. Sieht man schon eine Veränderung? Also wenn ich das anspanne, sieht das so aus. I don't know. Hi Leute, ich bin gerade in der Küche, weil ich wollte gerade Bananenmuffins machen. Mal gucken, wir mal diese komischen, verdutschten Bananen. Und die Tomate stehen ja immer für die Bananenmuffins. Max macht sich Rührei, deshalb ist es ein bisschen laut. Aber mir ist eingefallen, dass ich noch mal ein Workout ja machen muss für meine Workout-Challenge. Deshalb mache ich das jetzt zuerst und lasse die Sachen hier jetzt erstmal liegen und danach mache ich die Bananenmuffins. Weil ich habe keine Lust, das Workout heute Abend zu machen. Deshalb mache ich das jetzt. Also gehen wir mal rüber. Ich habe mich hier schon angezogen. Ich lasse es einfach an. Ich habe ja eine Jogginghose an. Das passt schon so. Und ja, ich mache das jetzt heute mal drin, weil heute ist eigentlich mega gutes Wetter. Aber ich wollte noch nicht rausgehen. Ich weiß, es ist noch ein bisschen zu kalt. Aber hier scheint auch schön die Sonne rein. Guck mal. Oh, leichte Überbelichtung. Linda liegt hier auch. Sie ist nicht so fleißig wie ich und macht einen Workout. Naja, los geht's. Ich suche gerade. Ich glaube, ich mache einfach das nochmal. Das war voll gut. Hourglass, Edge Workout, Blues Muffin Top und Love Candles von Chloe Ting. Oh. Ich mache meine Haare noch zusammen. Warte. Oh, ich muss das immer so extrem eng machen, sonst rutscht der. So, ready. Gute Lichtverhältnisse heute sind auch da. Ich glaube, ich muss das Rollo ein bisschen runter machen, sonst sehe ich auch gar nichts auf meinem Laptop. Da hat man mal einmal Sonne und da muss man sie wegmachen. Weil die Linda, die fällt gleich runter. Wenn die da so süß liegt mit ihrem Schwanz wedelt. Okay, das lassen wir jetzt so. Ich sehe jetzt was. Let's go. Ich habe das letztes Mal falsch gemacht, weil man muss das so machen. Ah.
Oh, jetzt kommt das, was ich nicht kann. Da falle ich mal um. Ich glaube, man muss das mit Schuhen machen. Guck, Leute. Ich falle um. Oh, das wird ganz schön warm. 10 Seconds Break nutze ich für die Sonne. Stopp! Oh, das war anstrengend. Bicycle Crunch jetzt. Ich habe mein zu trinken vergessen. Scheiße. Das war keine gute Idee mit der Jogginghose, denn das war echt unglaublich warm. Aber das Workout hat eigentlich Spaß gemacht. Leute, das war anstrengend. Vor allem, weil ich zwischendurch, oh, wie sehe ich denn aus, zwischendurch nichts gedruckt gab. Aber jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich bei meinen Bananenmuffins machen, dann esse ich auch gleich ein zur Belohnung. Und ja, aber das Workout war sehr, sehr gut. Also es dauert noch nicht so lange und das Ende ging jetzt relativ schnell. Aber ja, es war sehr gut. Aua, Lisa! Hallo, Leute. Mir ist gerade eingefallen, dass ich nochmal ein Workout machen muss. Und ich hatte Doppelstunde Sport in der Schule und das war for real wirklich, es war wirklich anstrengend. Und jetzt war ich ganz lange auf dem Trampolin, bestimmt eine Stunde oder so. Und ja, jetzt machen wir noch ein schönes Hourglass-Workout. Ich würde jetzt gerne wieder gleich auf dem Bett liegen. Aber ich suche mir jetzt ein Workout raus und dann ziehe ich mich um und dann geht es wie immer los. Ich muss mal gucken, was ich anziehe und vielleicht finde ich ein Workout, was nicht ganz so anstrengend ist. Weil ich wirklich, ich bin am Ende, Leute. Leggings habe ich schon an, vielleicht lasse ich einfach angucken, welches Oberteil ich jetzt hier anziehe. Und dann schauen wir mal zusammen, welches Workout ich heute mache. Ich ziehe jetzt immer das Top hier an. Dann bin ich fertig. Das ist so ein Wendetop, das ist voll nice. Man kann das so umdrehen. Okay, egal. Ich ziehe einfach die bunte Seite an. Transition in 3, 2, 1. Wow, es stellt nicht scharf. Und mit, wir gucken jetzt mal, mit wem ich heute mein spannendes Workout machen werde. Wo ist mein Laptop? Hier. Okay, heute machen wir das. Um nicht immer Workouts von Chloe Ting zu machen, muss man schon lange suchen. Heute machen wir von Mary Brown. Terminal Tiny Waist Workout. Okay, das sieht mir sehr vielversprechend aus. Das Ding hier will heute nie auf mein Gesicht scharf stellen. Ja, ich muss noch mal eine Matte hier ausbreiten, aber ich meine, die Übungen gehen manchmal schon besser als so am Anfang. Also das ist nicht mehr ganz so schlimm und schwer wie am Anfang. Also manche Übungen wiederholen sich ja auch von Workout zu Workout. Also ich werde besser, Leute. Es wird. Oh. Okay. Oh, ich brauche nämlich noch Wasser. Ich hole mir noch eben Wasser, dann bin ich bereit. Okay, ihr seid jetzt hier sicher auf dem Stativ abgestellt. Wasser ist bereit. Und ich habe meine Haare jetzt auch eben aus dem Weg gemacht. Das nerven die beim Workout. Und heute Abend gibt es übrigens Hamburger. Finde ich das etwas, worauf ich darauf hinarbeiten kann beim Workout. Okay, vamos. Oh nein, es geht direkt los. Miss, Lisa, are you ready? Yes. Die erste Übung gefällt mir schon mal. Es macht mir wenigstens Spaß. Soll ich mir verraten, woran ich im Workout die ganze Zeit gedacht habe? An die Burger. I'm done. I did it. Der Laptop war mal kurz vorm Ausgehen. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt, dass mein Sportprogramm für heute abgeschlossen ist. Und jetzt gehe ich erstmal duschen. Bis morgen! Letzter Tag, Leute. Woohoo. Heute ist das letzte Workout von meiner Hourglass Challenge. Ich bin so froh, dass ich das endlich geschafft habe. Manchmal hatte ich abends wirklich gar keine Lust, noch dieses Workout zu machen. Aber ich habe es mal durchgezogen und ich bin mal sehr gespannt auf das Ergebnis jetzt hier. Und ja, ich würde sagen, ich stelle jetzt mal eben auf mein Stativ ab und dann
geht's direkt los. Ich mache nur 1 Minute Breaks. Also die Übungen waren gut, aber das war halt manchmal die Pausen waren irgendwie eine Minute oder 30 Sekunden. Habe ich mal ein bisschen vorgespult, weil es war ein bisschen zu langweilig dann. Aber manche Übungen gingen schon echt gut, wie dieses Leglifting. Also das war gar nicht mehr anstrengend. Aber ja, wir müssen jetzt mal vergleichen, wie das Ergebnis jetzt hier aussieht. Leute, der große Moment ist gekommen. Dim, dim, dim. Also natürlich sehe ich noch nicht so aus wie diese Leute auf diesen Instagram-Bildern. Aber es sind ganze 3 Zentimeter weniger. Das hätte ich nicht gedacht. Ich finde trotzdem, dass ich genauso aussehe wie vorher. Nur wenn ich meinen Bauch anspanne, sieht man ein paar mehr Muskeln. Aber ja. Aber 3 cm ist eigentlich voll geil. Vor allem, ich habe das ja nur 7 Tage gemacht. Wenn man das so 2 Wochen macht, ist es ja auch schon voll viel. Also, ich weiß nicht, ob dieses Workout heute noch irgendwas gebracht hat. Ich glaube, das hätte ich mir auch sparen können. Aber ich wollte dann wenigstens noch diese 7 Tage abschließen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass ich es geschafft habe und ich mache jetzt auf jeden Fall, ich habe mir vorgenommen, mindestens 2-mal die Woche einen Workout zu machen. Aber man muss natürlich auch keine Workouts machen oder so, also es sollte eigentlich nur so eine Challenge sein, so wenn zum Ausprobieren diese Workouts würde ich was bringen, so diese At-Home-Workouts, aber es scheint wirklich gut zu funktionieren. Und ja, jetzt geht es noch Shoutout of the Day und dann beende ich mal hier dieses Video. Heute grüße ich mal die Chrissy. Sie hat geschrieben, hi Mavi, deine Videos sind einfach spitze. Jedes deiner Videos inspiriert und motiviert mich. Die Fragen an deinen Papa waren alle echt lustig, aber besonders die Antworten. Ja, also es freut mich voll, dass dieses Video beim Papa so gut bei euch angekommen ist. Ich fand's auch echt lustig. Und sie hat geschrieben, mach weiter so und bleib wie du bist. Freue mich schon auf dein nächstes Video. Viele Grüße Chrissy, PS wäre schön, wenn du mich grüßen könntest. Ciao Kakao. Ich sag auch mal Ciao Kakao. Dann war mir dieser Kommentar sehr sympathisch. Und ja, Leute, lasst sehr gerne einen dicken Daumen nach oben da für alle Workouts, die ich gemacht habe und meine Begeisterung und Motivation. Und abonniert sehr gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich krieg schon gar keinen Satz mehr zustande. Beim nächsten Video wieder. Ciao, Kakao! Baby, you got me.